Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV News bei Ausfahrt TV Plus. Ich rede mit euch und letzten Montag saß ich ja im Flieger und danach hatte ich Jetlag und war müde und wollte auch gar nicht. Aber auch heute am Montag bin ich wieder frisch am Start für euch und erzähle euch ein bisschen was über unsere Woche. Ich habe hier ein bisschen die Autos drapiert, denn das ist unser aktueller Testwagen, die Corvette. Ne? Corvette Z06 als Cabrio und darf ich mal jammern auf hohem Niveau? Seit ich wieder aus Amerika zurück bin, regnet es. Regnet es und es ist kalt. Ich bin noch nicht einen Meter offen gefahren und ich wäre offen gefahren, wäre es nur kalt gewesen. Aber es ist auch ständig am Schiffen hier. Ich bin so genervt. Jammern auf hohem Niveau. Gut, ja, ich habe die beiden mal zusammengestellt, weil ich das Bild ganz lustig finde. Bigger ist ein bisschen höher als die Corvette, ne? Die liegt ein bisschen flacher auf der Straße, aber ist schon lustig, ne? Beide mit einem V8 ausgestattet, aber doch so unterschiedlich. Eigentlich auch Geschwister, ne? Weil die Corvette, wisst ihr alle, kommt auch von Chevrolet, wird ja in Bowling Green gebaut. Für mich auch immer wieder schön, weil ich ja mal für ein Jahr als Austauschschüler in Kentucky war, in Elizabethtown. Das ist irgendwie eine gute Stunde oder 90 Minuten von Bowling Green entfernt. Ja. Ist quasi so aus meiner zweiten Heimat. Ja, aber wir wollen ein bisschen über die News reden. Was passiert diese Woche? Erstmal in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dürfen wir das BMW X7 Video online stellen. Unsere Videokaufberatung, die wir in Amerika aufgenommen haben. Da gab es ein Embargo, sprich eine Sperrfrist und die läuft halt am Mittwoch um 0:01 Uhr aus. Also ja, 0:01 Uhr, ne? So sagt man das, genau. Und dann schubsen wir das Video online und am Wochenende möchte ich dann die Corvette zeigen. Die drehen wir heute ab. Ich habe den Dreh immer wieder verschoben wegen dem Wetter. Morgen wird das Auto jetzt abgeholt. Jetzt müssen wir heute drehen. Und eigentlich hatte ich so ein bisschen Hoffnung, dass wir hier im Trockenen auch drehen können. Aber man weiß das noch nicht so genau. Machen wir aber auf jeden Fall. Wir fangen gleich an. Ja, gut. Zwei Videos, Testwagen, ja genau. Und morgen wird die Corvette abgeholt und dann habe ich eine Woche keinen Testwagen. Der Jens hat allerdings ein paar Autos bei sich stehen und ich bin am Überlegen oder hoffe, dass ich es schaffe. Ich möchte zumindest ganz gerne den Fiat 500 als Cabrio, wegen dem Wetter, ne? Wegen des Wetters natürlich, abdrehen. Und dann hat er noch den Peugeot 508 als Limousine und auch da gucke ich mal, ob ich das hinkriege. Wobei ich privat auch noch einiges machen muss. Und auch für Ausfahrt TV eine ganze Menge Angebote schreiben und. Muss mal gucken, was ich davon hinkriege. Diese Woche auf jeden Fall BMW X7 und am Wochenende die Corvette als Videokaufberatung hier bei uns. Cool, Testwagen haben wir auch. Und unterwegs bin ich auch nicht diese Woche. Eigentlich bin ich überhaupt nicht unterwegs bis Anfang April. Und will hier aber einiges machen. Ich muss unbedingt auch mal diese Halle so ein bisschen mehr aufräumen, beziehungsweise unsere Meisterbude, das ist absolutes Chaos. Ja. Nur weil es geht, ne? Kinder, das soll es gewesen sein. Eigentlich wollte ich immer noch so ein tagesaktuelles Reißer-Thema jetzt mit in die News bringen. Aber ich überrasche mich selber gerade damit, dass ich mich da wieder dran erinnere. Man hatte mir empfohlen, mach immer ein Thema, ne? Ein tagesaktuelles Thema, was du dann so Clickbait-mäßig auch in die Überschrift schreiben kannst. Damit es eben kein Clickbaiting ist, musst du aber drüber reden. Habe ich verstanden, aber ist mir im Moment auch alles nicht so wichtig, glaube ich. Wichtig ist, dass ich euch informiert habe. Das haben wir jetzt getan und ich könnte noch stundenlang weiterlabern, wisst ihr ja. Aber es muss auch nicht sein, weil wir wollen jetzt hier mit dem Baby mal anfangen. Und das blaue Himmel, da reißt tatsächlich die... Ach, das ist ja Wahnsinn. Schauen wir mal. Gut, das soll es gewesen sein. Ich verabschiede mich wie immer von euch und sage tschüss, bis dann, euer Jan. Und lasst euch das Bild hier nochmal einen Augenblick genießen.